Das eine ist die Multifunktionalität. Für uns kann Wald nur multifunktional funktionieren, gehen. Wald muss alle Aspekte berücksichtigen, ob es der Naturschutz ist, ob es die Landschaftsgestaltung, die Wirkung für die Luft, natürlich auch die Nutzung, also das Rohholz, der Lieferant für Holz, natürlich auch die Ökonomie, das muss auch wirtschaftlich funktionieren und selbstverständlich die Beschäftigten. Wald ist ja auch ein Arbeitgeber. Zweiter Punkt, Qualität, Qualitätsstandards. Das werden Sie heute live erleben. Wir benötigen Qualität in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, die Leute, die mit und im Wald arbeiten, müssen extrem genau wissen, was sie da tun. Das ist ein hohes, sensibles Gut, mit dem da umgegangen wird. Und die fachlichen Voraussetzungen, die müssen absolut stimmen. Da muss sich jeder bewusst sein, was er da treibt und was er da tut. Und das muss sehr wohl überlegt werden, weil die Auswirkungen unter Umständen extrem langfristig sind oder auch erst viel später zutage treten können. Ein ganz wichtiger Punkt. Und neben dieser fachlichen Qualität hat das auch etwas mit den sozialen Qualitäten zu tun. Also das kann natürlich nicht funktionieren ohne das Thema Arbeitssicherheit, ohne vernünftige Tarifverträge, ohne vernünftige Rahmenbedingungen. Das geht nicht anders. Arbeitssicherheit, das werden Sie auch erleben, spielt in der Forstwirtschaft eigentlich schon immer traditionell eine sehr große Rolle. Es gibt gefährliche Berufe, es ist eine gefährliche Arbeit und es ist auch eine körperlich unter Umständen ausgesprochen schwere Arbeit. Deswegen sind solche Aspekte unglaublich wichtig. Dritter Punkt, Nachwuchs. Also das Problem haben ja ganz viele mittlerweile. Wie sichern wir denn eigentlich Nachwuchs? Wie kriegen wir eigentlich Nachwuchs in unsere Forstbetriebe hinein? Schauen Sie nur, egal in welchem Bundesland, in die Altersstatistiken der großen Forstverwaltungen hinein. Da werden Sie feststellen, da bahnen sich Probleme in großem Ausmaß an. Und da muss etwas für die Nachwuchssicherung getan werden. Und wir sagen, das muss über die Attraktivität der Forstberufe erfolgen. Und damit ist nicht nur Geld gemeint. Natürlich muss man, wenn man einem Beruf nachgeht, so viel Geld verdienen, dass man davon auch leben kann, sich und eine Familie ernähren kann. Das ist völlig klar, das ist selbstverständlich. Aber Attraktivität ist wesentlich mehr. Da muss es Fortentwicklungsmöglichkeiten, da muss es Aufstiegsmöglichkeiten, da müssen also wirklich eine ganze Reihe von Umständen hinzukommen. Vierter Punkt, Perspektive, Zukunftsperspektive, das hebt ein bisschen ab auf das, was die letzten 10, 20 Jahre im Forst passiert ist. Perspektiven müssen in der Entwicklung da sein und es muss auch möglich sein, dass jemand bei so einer schweren körperlichen Arbeit auch bis zum Ende, bis zum Beginn seiner Rente diese Arbeit verrichten kann. Und der letzte Punkt, der fünfte, den ich sehr bewusst anspreche, also da sind wir jetzt seit einem Dreivierteljahr dran. Wir haben seit einem Dreivierteljahr einen fertigen Tarifvertrag über Mindestlöhne für forstliche Dienstleistungsunternehmen. Der liegt den BMAS auf den Tisch und das geht kein Jota voran, weil es ständig in dem Koalitionsstreit in Berlin untergeht. Was wir auf keinen Fall wollen, und ich glaube, das kann, wenn Sie dann das mal im Einzelnen gesehen haben, können Sie sich das auch sehr, sehr gut vorstellen. Wir können im Wald nichts gebrauchen, was nicht mit einer ausgesprochen guten Qualität zu tun hat. Und wir können auch nichts gebrauchen, was mit Dumpinglöhnen zu tun hat. Das ist ein absolutes No-Go. Und aus diesem Grunde von hier auch nochmal die Aufforderung an die Bundesregierung und an die entsprechenden handelnden Personen, dieses Thema endlich aufzugreifen, damit man ein klares Signal hinbekommt und Signal auch erhält.